Wir spielen das ganze Leben Roulette und wundern uns, warum wir immer wieder verlieren. Heute geht es darum, dass Roulette ein physikalisches Spiel ist. Das bedeutet, es gibt immer gewisse Bewegungen, welche man auf jeden Fall zumindest vorher auswerten sollte, bevor man spielt. Deswegen verlieren halt auch viele, weil sie einfach keine Geduld haben. Wenn man das Spiel richtig studieren würde, sieht man deutlich, dass hier gewisse Annäherungsflächen gibt, so wie hier, so wie hier, so wie hier, hier und so weiter. Also ich habe zwei Permanenzen ausgewertet hier, das möchte ich euch zeigen. Mit minus 2, plus 2 kann man hier auf jeden Fall schon einen Gewinn erzielen. Das bedeutet, wenn zum Beispiel jetzt hier in dem Fall die 28 kommt, kann man minus 2 rechnen oder plus 2, dass der Graph steigt. Man wartet einfach 10 Spiele ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Spiele abgewartet. 1, 2, dritte Mal gesetzt und hier ist auch wieder ein Treffer. Und zwar hier ist es minus 3 Stücke. Also ich schreibe das mal hier auf. Hier sind wir bei minus 2 Stücke. Hier sind wir bei minus 3 Stücke. Und das ist auch klar, bei minus 3, da muss man halt auch plus 3 rechnen. Dann kann man nochmal 10 Spiele abwarten. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es ist schon ein bisschen früher gekommen. Das hier ist plus 3. Ja, ich hoffe, das kann man gut sehen. 1, 2, 3. Das ist gleiche Fall wie hier oben. Dann kann man nochmal 10 Spiele abwarten. 1, 2, 3, 4. Fünfte Mal ist schon gekommen. Wieder plus 2. Ja, ich hoffe, das kann man hier gut erkennen. Gehen wir nochmal ein bisschen weiter rüber. So, ich denke bis hierhin. Also, jetzt können wir spielen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beim achten Mal ist schon wieder ein plus 2 Stelle aufgetaucht. Ja, das sind einfach Schwingungen, welche sich ja permanent bewegen. Wir warten wieder 10 Spiele ab. 1, 2. Es ist schon beim zweiten Mal wieder gleiche Muster aufgetaucht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bei siebten Mal schon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Hier ist auch wieder ein Treffer. Dann haben wir nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also, man kann auch siebenmal abwarten. Aber mir persönlich war wichtig, dass ihr seht, dass man Roulette durch gewisse Schwingung, also durch gewisse Schwingung, Bewegungen oder generell durch gewisse Bewegungen einfach auch ausrechnen kann. Man muss nicht auf ein bestimmtes System dauerhaft spielen, weil sonst wird man das ganze Leben verlieren. Denn es kann immer wieder sein, dass eine Zahl zurückbleibt und ewig nicht kommt und dann wartet man da drauf und dann verliert man. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bitte macht euch einfach mal so eine Tabelle, schreibt die Zahlen auf und lasst einfach mal die Schwingungen laufen. Und schaut, wie ihr diese Schwingungen berechnen könnt oder ob ihr gewisse Muster da drin erkennt, wo ihr das Spiel treffen könnt. Ihr müsst insgesamt pro Runde nur 6 Stücke setzen. Ja, nur 6. Denn es geht nur noch plus 2, minus 2, Maximum plus 3, minus 3. Alles Gute euch und bis bald.